Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch den Inhalt meines Paketes von Flaconi. Und zwar habt ihr euch das gewünscht. Ich habe euch das Paket nämlich auf Snapchat gezeigt, als der Postbote kam. Und dann haben ganz viele von euch gefragt, ob ich dazu nicht ein Video machen könnte. Das mache ich natürlich heute sehr, sehr gerne. Es sind einige Schätzchen dabei. Ein paar Sachen habe ich schon ausprobiert, möchte da aber noch eine ordentliche Review dazu abgeben. Aber erst, wenn ich die Sachen tatsächlich eine Weile getestet habe. Denn ich finde es ein Quatsch, wenn ich die Sachen zweimal irgendwie verwendet habe und dann schon ein Urteil darüber abgebe sozusagen. Ich möchte das wirklich ordentlich machen. Ich zeige euch aber heute trotzdem den Inhalt. Wie gesagt, es sind ein paar tolle Schätzchen dabei und ich würde sagen, falls es euch interessiert, dann bleibt jetzt einfach mal dran. Wir ziehen das alles jetzt mal nicht in die Länge heute, damit das Video eben nicht zu lange wird. Wir legen los mit einem Produkt, um das ich schon ganz, ganz lang drumherum geschlichen bin. Ich habe viele Reviews dazu gelesen, ich habe mir Swatches im Internet dazu angeschaut und irgendwie habe ich mir gedacht, okay, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und zwar spreche ich von einer Foundation von Lancôme. Und zwar ist es diese hier, also allein schon das Flakon sagt schon alles, finde ich. Aber darauf kommt es natürlich nicht drauf an, sondern wie die Foundation ist. Ich habe sie jetzt schon zweimal aufgetragen, also ich trage mir die erst auf den Handrücken auf. Und da habe ich schon gemerkt, dass sie von der Konsistenz nicht so flüssig ist wie meine anderen Foundations. Und das hat mir schon mal erstmal nicht so gut gefallen, weil ich mir gedacht habe, oh oh, das sieht man dann bestimmt total maskenhaft aus, ne, wenn man sich das dann so ins Gesicht macht und das einarbeitet. Aber ich muss euch sagen, dass ich da vom Gegenteil überzeugt wurde. Wie gesagt, ich habe sie erst zweimal aufgetragen, deshalb wartet da am besten noch ein bisschen. Falls ihr aber schon lange mit dem Gedanken spielt, als ich sie aufgetragen habe, war ich sehr zufrieden. Sie hat auch gehalten und das Allerbeste ist der Duft. Also falls ihr mal die Möglichkeit habt, dann riecht bitte mal an dieser Foundation. Ich hatte noch nie, wirklich noch nie so eine gut riechende Foundation. Das ist der absolute Wahnsinn. Also wenn ich mir die frühs auftrage, das macht so einen Spaß, also wie zweimal, als ich sie aufgetragen habe. Und irgendwie möchte ich sie die ganze Zeit nur verwenden. Das mache ich auch und wie gesagt, also bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Aber wie gesagt, ich sag euch da noch mein Endurteil sozusagen in ein paar Tagen oder Wochen. Mal schauen, wie oft ich sie eben verwende. Als nächstes habe ich mir ein Produkt bestellt und zwar habe ich da auch wirklich schon ganz, ganz oft dran gedacht, mir das zuzulegen, weil es total gehypt wird. Und zwar spreche ich von einem Concealer von Yves Saint Laurent, den Touche Éclat. Also mein Französisch ist nicht so gut, ihr könnt jetzt auch gerne mal eine Runde lachen über meine Aussprache, dafür kann ich Italienisch. Nein, also Französisch liegt mir echt nicht, diese Sprache, wobei ich sie wunderschön finde. Ja, also zu dem Produkt zurückzukommen, es wird total gehypt und ich dachte mir, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ich muss den jetzt mal ausprobieren. Allein von der Verpackung auch wieder hier, wunderschön, total edel, macht Mods was her auf dem Schminktisch, aber natürlich kommt es auch hier wieder auf das Produkt drauf an. Ich habe ihn auch zweimal verwendet, war bis jetzt sehr zufrieden, aber ich muss sagen, dass es natürlich auf die Ansprüche ankommt. Ne? Es kommt auf die Haut drauf an, wenn jetzt jemand natürlich eine sehr empfindliche Haut hat oder keine Ahnung, also da muss man halt mal gucken, vielleicht tut es ja dann auch ein günstigeres Produkt. Bis jetzt, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden, aber ich lasse mich erst noch weiter überraschen, ob es den Hype wert ist und das Geld vor allen Dingen. Da werde ich euch auch drüber berichten. Als nächstes habe ich mir einen Beauty Blender bestellt und zwar den schwarzen. Das war so, dass die Steffi gesagt hat, dass die schwarzen die besten sind. Da habe ich mir gedacht, okay, ich höre mal auf meine Freundin. Ich hatte ja den von Real Techniques bestellt, war dann total sauer, weil der ja eingerissen ist. Da hatte ich euch auch mal ein Bild auf Instagram gepostet. Die sind ja auch nicht ganz günstig, ne? Also da habe ich mir gedacht, naja, dann tut es auch der von Evelyn, ne? Von DM. Also da war ich echt enttäuscht. Dann habe ich dem da geschrieben bei Amazon, habe dann 20% wieder vom Verkaufspreis bekommen. Naja, gut, es war eine kleine Summe, aber es hat mich halt einfach total geärgert. Jetzt will ich mal sehen, wie der hier ist. Also auch bei dem werde ich euch meine Meinung drüber sagen. Dann kommen wir zu einem Parfüm auf Deutsch, um das ich auch schon die ganze Zeit geschlichen bin, ja. Und zwar ist es dieses hier, La Vie Belle von Lancôme. Und zwar hat da meine Freundin Mayra schon die ganze Zeit von gesprochen. Ich war bei Douglas, ich war ja sonst wo am Flughafen und habe immer dran gerochen und irgendwie war nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt habe ich es bestellt und es duftet so, so gut. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich mache das jetzt mal mit euch auf. Der Alessandro, der war mit mir bei Douglas
Und da hat er auch dran gerochen und hat er gesagt, oh Mama, das musst du unbedingt kaufen. Fand ich ja auch schon total süß, ne, dass mein Sohn da so mit drauf schaut. Aber wie gesagt, es war mir einfach zu teuer und oh mein Gott, schaut euch bitte schon mal dieses Flakon an. Ah, oh, ich bin verliebt. Der Wahnsinn. Riecht mal dran, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das riecht ja an jedem anders. Aber was ich richtig cool fand, dass bei Flaconi ein Angebot da stand und da konnte ich nicht widerstehen. Also das fand ich auch richtig cool, dass es bei Flaconi ganz, ganz viel Auswahl gibt. Also die haben alles Mögliche, alles, was das Herz begehrt und die haben eben Angebote. Also das war bei Douglas deutlich teurer als jetzt eben bei Flaconi und deswegen ja, hat mein Herz natürlich höher geschlagen. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr Schnäppchen machen wollt. Genau, also so viel zu meinem Parfum. Genau, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Beauty-Produkt, bevor wir mal zu einem Nicht-Beauty-Produkt kommen. Und zwar habe ich mir hier von Lancôme diese Creme hier bestellt. Und zwar ist es die Hydra Zen. Davon habe ich auch schon ganz viel gelesen und ich bin jetzt so gespannt, wie die ist. Und zwar ist die für, ja, Anti-Stress und ja, mit allen möglichen Inhaltsstoffen natürlich, ne, was die Haut so braucht. Und ja, da bin ich auch gespannt, da werde ich euch auch drüber berichten. Und jetzt kommen wir zu den Produkten, die eben nicht Beauty sind, aber die wunderschön ausschauen. Und zwar von Rituals. Ihr wisst ja, wie sehr ich Rituals liebe und deswegen habe ich mir diese wunderschöne Kerze hier bestellt. Die sieht zum einen wunderschön aus. So sieht sie aus, genau in schwarz. Und hier ist noch eine Schrift drauf, da steht auch was drauf. Und oh, die riecht so, so gut und sieht halt wunderschön und edel aus. Und auch wie sie immer so kommen in der Verpackung, ne? Also ganz, ganz mega toll. Und jetzt kommen wir noch zu einem Teil. Und zwar, da habe ich die ganze Zeit den Hype nicht mitgemacht, ja. Immer sehe ich sie überall. Ich sehe sie auf Snapchat, ich sehe sie auf Instagram und auf YouTube. Und ich habe keine einzige. Ja, jetzt könnt ihr mich auslachen. Also mittlerweile habe ich eine und zwar diese hier, eine Kerze von Yankee Candle. Bei mir ist einfach das Problem, dass wir keinen Shop in der Nähe haben. Und im Internet das zu bestellen, ist es ein bisschen schwierig, weil ich ja nicht dran schnuppern kann. Allerdings, als wir in Berlin waren, in dem Tropical Islands, genau, heute habe ich voll den Sprachfehler, habe ich genau an dieser geschnuppert und habe dann aber mich nicht irgendwie, ja, irgendwie dachte ich, naja, es ist schon ganz schön teuer und so. Jetzt haben die da eben bei Flaconi auch Angebote von Yankee Candle. Dann konnte ich nicht widerstehen. Und dieser Duft ist einfach unglaublich und zwar riecht der nach ja, so frisch gewaschener Wäsche und das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Ich werde euch auch von dieser Kerze hier noch weiter berichten, ob die wirklich den Hype wert ist, weil es ist wirklich viel Geld, was so eine Kerze kostet, ob die wirklich so schön abbrennen, ob die lange anhalten und so weiter. Also da bin ich echt gespannt, weil ich springe nicht auf jedes Pferd auf, ne? Das wisst ihr ja. So, und dann habe ich noch zu guter Letzt ein weiteres Produkt von Rituals und zwar dieses hier für mein Bad und zwar für das Elternbad. Da haben wir ja so ganz, ja, wie ich finde, schöne Fliesen, so ganz edle, weiße, ja, die glitzern so ein bisschen. Und mein Raumduft ist leider leer und deshalb habe ich mir dieses hier eben von Rituals bestellt. Ich ja, finde auch hier das Flakon wieder sehr, sehr schön. Es sieht eben sehr edel aus. So, wartet, ich habe es gleich. Und dann kommen ja eben diese Holzsteckerchen hier noch rein und genau, Lotus Secret heißt es. Wir riechen mal ganz schnell dran. Dann sage ich es euch. Ja. Oh, sehr, sehr gut. Nicht zu penetrant. Eigentlich sehr dezent und sehr edel. Ich mag ja auch die von Depot sehr gerne. Die hatte ich bisher eben bis zuletzt. Und jetzt möchte ich dieses hier ausprobieren von Rituals. Ja, das war soweit ja, meine Bestellung eben von Flaconi. Hier ist der Karton. Er ist leer. Und wie gesagt, ich werde euch weiterhin auf dem Laufenden halten, wie die Produkte bei mir so wirken, wie sie eben sind. Und dann werde ich euch meine ehrliche Meinung darüber sagen. Ihr habt euch heute dieses Video gewünscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr das ein oder andere Produkt schon habt, wie ihr es findet. Da würde ich mich total freuen, wenn wir uns unten in den Kommentaren ein bisschen austauschen könnten. Und ansonsten würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr bei meinem letzten Video vorbeischaut. Und im Übrigen ist es auch so, dass sich zwei Gewinnerinnen noch nicht gemeldet haben. Zum einen von den Produkten, also von dem Produktpaket von Dermasense und von den Lippenstiften ja, aus meinem Lipstick Lookbook von Essence. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Meldet euch einfach.
Also ich würde nämlich die Pakete sehr, sehr gerne rausschicken. Dann habt ihr auch Freude mit den Produkten. Und ja, schaut da gerne mal vorbei. Die Videos dazu verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich weiß es nämlich jetzt nicht auswendig, wer gewonnen hat. So, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, meine Lieben. Oder Tag. Also bei mir ist es schon Abend. Ja, je nachdem, wann ihr eben das Video schaut, lasst es euch gut gehen. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Da wurde ich jetzt das letzte Mal auch wieder gefragt, ob das denn was kostet, wenn man abonniert und so weiter. Es kostet euch nichts. Ihr unterstützt uns und wir sehen quasi, dass euch die Videos gefallen, beziehungsweise dass ihr sie halt schaut. Und da würde natürlich auch ich mich riesig drüber freuen. Also meine Lieben, lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!